Hallo Sebastian, grüß dich. Servus Dennis, schön dich mal wieder zu sehen. Ja, das freut mich auch. Wo treffe ich dich an? Ich bin bei mir im Büro, da wo ich meistens anzutreffen bin, wo ich mich auch am wohlsten fühle. Das ist mein Büro, da habe ich meine Unterlagen und meinen Schreibtisch und alles, mit dem ich mich so tagtäglich beschaffe, um mich. Und ja, da triffst du mich an, wie immer, hier in Ludwigsburg. Okay, und wenn wir jetzt aufzeichnen und die Leute, die Zuschauer den Hintergrund sehen, da sind jetzt auch keine geheimen Entwürfe und Entwicklungsphasen, die man nicht sehen darf. Alles versteckt, was geheim ist. Alles versteckt, tatsächlich. Einen Moment. So, jetzt passt wieder. Sehr gut. Du, wir haben ja schon mal länger geplaudert über Joe Nimble, ja, also über deinen Laufschuhbrand, über deine Firma. Aber heute haben wir ein spezielles Thema und der Anlass ist ein Newsletter, den ich heute bekommen habe, vor genau einer halben Stunde. Ein Newsletter von euch, von dir, mit dem Thema Risiken und Nebenwirkungen von Carbonplatten. Super spannendes Thema und dann dachte ich, wir müssen direkt drüber reden heute, weil Carbon in Laufschuhen ist sozusagen the hot shit. Kann man das so sagen? Es scheint so, Es ja. scheint so, genau. Nein, wir haben als Redaktion, als Magazin ja auch seit Monaten mit dem Thema natürlich zu tun und bekommen jetzt ja auch nicht nur im Laufschuhbereich, sondern auch wirklich spezifisch im Trailrunning-Schuhbereich Carbonplattenschuhe, ja, und testen die und laufen die auch seit Monaten. Also grundsätzlich muss man ja sagen, Carbon als Material ist ja eigentlich eine alte Kamelle. Ich erinnere mich im Radsport, bei den Rennrädern, da gab es ja Carbonräder. Das ist ja wahrscheinlich 30 Jahre her, dass man Vorbauten hatte, also Komponenten aus Carbon und so weiter. Jetzt plötzlich das neue Wundermaterial Carbon als Mittelsohlenplatte im Laufschuh. Wie stehst du dem jetzt erstmal so gegenüber, dass das so als neueste Technologie verkauft wird? Ja, also die Idee dahinter ist sicherlich nicht ganz so neu, aber die Vermarktung dahinter, die ist sehr einfach und auch sehr vielversprechend. Die Theorie, die daraus abgeleitet wird. Und wenn man sich vorstellt, oder ich meine, es ist ja bekannt, aber sich nochmal vor Augen zu führen, man hat diese dünne, leicht gebogene, steife Platte in der Zwischensohle eingeschäumt oder eingelegt. Und diese hat ja primär den Ansatz, dass sie ein Energieleck, was wir in der Vortriebsphase im Fuß haben, verhindern soll. Und das wurde, ich meine sogar, dass es Benno Nick war, von ihm ja auch mal wissenschaftlich untersucht, dass dieses Energieleck tatsächlich existiert. Und zwar in dem Bereich, wenn der Fuß eben hier in diese Vortriebsphase kommt, dann habe ich ja hier einen Hebel über das Großzehengrundgelenk. Und genau da entsteht eben dieses auch wissenschaftlich belegte Energieleck, weil mehr Energie verbraucht wird, als erstellt wird. Und dieses Problem über Carbonplatten im Schuh zu lösen, das macht rein wissenschaftlich betrachtet definitiv Sinn, weil man nämlich versucht, mechanisch dies so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen und diesen Hebel hier vorne zu verlängern, indem man ihn versteift. Also das ist schon ein Thema, was man rein von diesem Ansatz her, indem man den Antriebshebel nach vorne verlängert, nachvollziehen kann. Ohne jetzt vorzugreifen, ist es natürlich so, dass jeder Läufer anders ist. Möglicherweise kommen wir auch noch dazu, aber generell die Theorie dahinter ist zunächst mal nachvollziehbar. Also rein physikalisch oder rein wissenschaftlich betrachtet kann man sagen, jawohl, macht Sinn. Und vor allem in dieser Einfachheit, wie es jetzt in der Industrie auch angewendet und erklärt wird. Okay, aber jetzt nochmal zwei Dinge. Ja. Der
der Schuh, der kam quasi in den Marathonlauf, in den Straßenmarathonlauf, ja. Der wurde dort zu Beginn eben von dieser absoluten Elite gelaufen, ja. Und da war ja offenbar so ein Effekt zu spüren, ja. Also die Zeiten, die wurden ja schon nachvollziehbar besser, ja. Es war messbar irgendwo. Aber, und ich sage mal, auch bei Sprints und so bei Kurzdistanzen scheint es ja irgendwo natürlich schon einen Effekt zu haben. Aber jetzt sind es ja zwei Sachen. Das eine ist wirklich Tempo. Und die andere Sache, die uns ja eigentlich viel mehr interessiert, ist ja, wir laufen in einem sehr moderaten Tempo über doch sehr lange Strecken. Wir müssen da nicht unbedingt von Ultra reden, selbst wenn wir von einer Stunde, von 2, 3, 4 reden, ja, wo wir noch nicht im Ultra-Bereich sind, sind es ja trotzdem sehr lange Belastungen und immer wieder eben die gleichen Bewegungsabläufe. Funktioniert es da auch oder ist es da, da müsste es doch eigentlich fast kontraproduktiv sein, ja, weil es doch die Ermüdung, die wir ja verzögern oder verhindern wollen, dann ja vermutlich nicht positiv beeinflusst. Ja, also das ist eigentlich der springende Punkt, Dennis. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, die ich hier ganz deutlich zur Sprache bringen möchte, nämlich diese Carbonplatten, damit sie wirklich diesen Geschwindigkeitsgewinn auch bringen, müssen ganz, ganz minutiös oder detailliert abgestimmt sein auf den jeweiligen Läufer, auf seine Lauftechnik, auf sein Gewicht, auf seine Größe. All diese Faktoren spielen beim Mittelsohlenschaum in Kombination mit der Carbonplatte eine Rolle, müssen aufeinander abgestimmt sein. Und das wird natürlich nur bei Eliteläufern gemacht, wo es auch den größten Effekt hat. Und die können tatsächlich natürlich hier nochmal ein paar Sekunden rauskitzeln, wenn diese Abstimmung so stattgefunden hat. Meiner Meinung nach, dem, was ich lese, das, was ich so mitbekommen habe, gilt das für 1% der Läufer und für 99% der Läufer eben nicht. Und das ist eben auch einer der Kritikpunkte meinerseits an dem Thema der Carbonplatten, dass ich sage, man muss sich natürlich bewusst werden, dass ich nehme hier gerade nochmal das Skelett zur Hilfe, dass dieser Hebel, den ich hier ansetze, zwar für einen trainierten, technisch ausgereiften Läufer den Vorteil bringt, dass er hier diesen verlängerten Hebel, diesen Vortrieb nach vorne bringt, aber er bringt eine deutlich höhere Belastung hier hinten auf die Achillessehne und auf die Wadenmuskulatur, weil dieser Hebel, der ist ja normalerweise deutlich kürzer. Der geht von hier bis, wie zeige ich es am besten, warte mal, der geht von hier bis hier, ja. Und wenn ich den jetzt hier vorne versteife, dann verlängere ich den Hebel um ungefähr 15-25%. Und dieser verlängerte Hebel muss im Vortrieb durch mehr Kraft hier hinten über die Wadenmuskulatur und auch über die Achillessehne ja aufgewendet werden. Ja. Und das ist auf diese langen Strecken, wie du sie erwähnt hast, vor allem wenn man nicht speziell in diesem Bereich trainiert, eine Mehrbelastung und kann über Zeit hinweg durch diese Ermüdung und Mehrbelastung natürlich auch ein Verletzungsrisiko mit sich bringen. Und das ist für den Hobbyläufer oder auch den ambitionierten Hobbyläufer absolut kontraproduktiv. Das heißt, da muss ich jetzt nochmal kurz reingrätschen, es hat eigentlich nicht unbedingt auch nur was jetzt mit Carbon zu tun, sondern deine Kritik oder deine Bedenken, die gehen auch in Richtung alternatives Material, zum Beispiel eine Platte aus Kunststoff, jetzt aus einem bestimmten Kunststoff. Also wäre der gleiche Effekt oder würdest du sagen, naja, mit Kunststoffmaterialien in sagen wir mal, die ja anders im Material sind, ja, könnte das besser funktionieren? Ja, also hier muss man, der Hauptkritikpunkt, mal unabhängig vom Material, ist einfach diese Versteifung, dieser verlängerte Hebel. Okay. Dieser verlängerte Hebel und die Versteifung haben nicht nur den Nachteil, dass sie mehr Kraft für den Hub in die Wade und in die Achillessehne benötigen, sondern der zweite Punkt ist, dass sie, um überhaupt mit dem Schuh abrollen zu können noch, und das weiß man ja von Carbon-Schuhen, dass die eine hohe Zehensprengung haben. Ja. Das heißt, wenn mein Hebel hier verlängert ist, dann würde der Schuh eigentlich platschen. Das heißt, ich muss vorne eine Zehensprengung einbringen, damit ich noch sauber abrolle und diesen Vortriebshebel nach vorne bringe. Und das bedeutet wiederum, dass ich meine Zehen hier vorne, die eigentlich in der Muskulatur mit jedem Schritt beweglich arbeiten sollten,
und bei jedem Schritt erstmal ankern und stabilisieren sollten und dann in diese Vortriebsphase kommen sollten, dass ich die quasi regelrecht eingipse. Ja? Also man kennt es, wenn man selber mal den Arm im Gips hatte, dann entwickeln sich die Muskeln zurück. Wenn ich über so eine steife Platte den Zehen ihre komplette Beweglichkeit nehme, dann müssen die Muskeln der Zehen auch nicht mehr arbeiten und entwickeln sich genauso zurück. Einmal durch die Versteifung und dann natürlich, dass sie nach oben gebogen sind. Und diese Kombination der Versteifung des nach oben Biegens sorgen dafür, dass die Funktionalität der Zehen überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Und das ist mittel- und langfristig das nächste Problem, was ich über solche Platten und Versteifungen auslöse. Also so diese, vom Material her, was du angesprochen hast, wenn man so eine ganze Geschichte vielleicht nicht mit Carbon, sondern mit was anderem gestalten würde, kann eine Option sein. Darüber muss man auch sprechen. Auch wir untersuchen gerade in die Richtung, wie verbessere ich Vorfußstabilität, vor allem in der letzten Phase des Vortriebsprozesses. Wäre ein sehr viel partiellerer Einsatz dann von Carbon-Material denkbar? Sehe ich weiterhin als schwierig, weil auch der partielle Einsatz, zum Beispiel, wenn ich nur auf den Vorderfuß konzentrieren würde, sobald ich eine Carbonplatte einbaue, versteife ich hier vorne den Vorfußbereich komplett. Und dann treten halt diese zwei Faktoren aus. Der Hebel ist verlängert, das hat den Grund des Vortriebs, aber meine Zehenmuskulatur wird stillgelegt und das ist ganz egal, auch wenn es nur eine halbe Platte ist. Ich habe sofort den Effekt hinten auf die Wadenmuskulatur und auch auf die Achillessehne und nehme meinen Zehen die Funktion. Und Zehen die Funktion zu nehmen, halte ich biomechanisch für nicht richtig und das ist mittlerweile auch in vielen, vielen Studien bewiesen, dass das einfach zu einer instabilen Basis führt. Mhm. Und eine instabile Basis muss irgendwann im Laufe des Lebens im Körper kompensiert werden, weil wir wollen aufrecht laufen und wir wollen dynamisch laufen. Wenn die Stabilität nicht aus dem Fuß kommt, wird sie irgendwo anders hergestellt und das kann natürlich zu Ermüdung und Überlastung und dann zum erhöhten Verletzungsrisiko führen. Dann kommen wir eigentlich automatisch vom Carbonmaterial, zu dem du eine eindeutige Meinung ja jetzt hast, auf das Mittelsohlenmaterial, finde ich zumindest, weil ich weiß, dass der neueste Schuh, der Ultrea, spreche ich es richtig aus? Ultrea, genau. Dass der sehr gelobt wurde in verschiedenen Tests, eben für sein Foam, für sein Mittelsohlenmaterial, das also so reaktiv wäre wie selten gesehen oder wie noch nie gesehen. Das bedeutet, dass ihr oder dass du bei Joe Nimble sehr viel Hirnschmalz und sehr viel Kraft eben in die Verbesserung und Entwicklung vom Foam steckt. Ja? Welche Möglichkeiten siehst du, sagen wir mal, da in Zukunft? Das scheint ja gar kein Ende zu geben, ja, in der Entwicklung vom Gefühl her. Ja, also wir, der neue Ultrea versucht ja, oder mit dem Ultrea haben wir uns quasi als Thema oben drüber geschrieben, als wir den Schuh entwickelt haben, Nature Perfected. Wir haben gesagt, wir wollen, das ist ja ein bisschen herausfordernd, wie willst du die Natur perfektionieren? Aber Natur bedeutet für uns einfach, Mutter Natur ist ein fantastischer Designer und Ingenieur und hat uns diesen Fuß gegeben mit der Zehenfreiheit vorne. Und die Zehen in ihrer Funktion, die im Auftrall zunächst mal dämpfen und den Fuß aufbringen und dann im Vortrieb ja eigentlich eine eigene versteifte Feder darstellen, um diesen Vortrieb überhaupt effizient darzustellen, das empfinden wir eigentlich natürlicherweise als die beste Funktionalität beim Laufen überhaupt. Die Perfektionierung des Ganzen, und da sprichst du das richtige Thema an, mit den Zwischensohlenschäumen, da sehen wir schon Möglichkeiten, hier noch positive Aspekte einzuleiten. Das ist ja auch, was wir über die letzten 12 Monate in Zusammenarbeit in dem Fall mit Huntsman als Lieferant für die PU-Schäume gemacht haben, dass wir hier eine Dual-Density-Konstruktion gemacht haben, die eben im Auftrieb, im Aufprall eine stabile Situation haben und dann ein weiches, gedämpftes Abrollen mit Energy Return in den Vortrieb bringen, aber den Vortrieb
nicht über eine Carbonplatte forcieren, ja, sondern dem großen Zeh den Platz zu geben, dass der Fuß sich ausdrehen kann, Entschuldigung, dass der große Zeh ankert und über diesen geankerten großen Zeh dann in der Vortriebsphase, ohne in eine Überpronation zu kommen, direkt in den natürlichen Vortrieb. Und das ist für mich eine Kombination von Technologie mit natürlicher Biomechanik, die eigentlich die aktuellen Möglichkeiten ohne zusätzliche Hilfsmittel komplett ausschöpft und zusätzliche Hilfsmittel, wie ich es eben beschrieben habe, in dem Fall von Carbonplatten, haben halt den Effekt, dass du irgendwo anders wieder einen negativen Effekt hast. Den hast du jetzt in diesem Fall, wie ich ihn gerade beschrieben habe, überhaupt nicht. Also wir versuchen immer sehr, sehr, sehr nah dran zu bleiben an der natürlichen Biomechanik des Fußes und des Körpers und jetzt aber mit dem Ultrea trotzdem nochmal eine Perfektion in Richtung Technologie speziell für die Läufer zu bieten. Und das ist uns wohl auch in einem ganz guten Maße gelungen mit dem Schuh. Ja. Was die Carbonplatte angeht, du siehst da auch einfach eine große Gefahr der Verletzung vermutlich. Ja, das ist ja auch das, was du mittlerweile in Erfahrungsberichten auch schon liest. Also wer da nicht geübt ist, der sollte vorsichtig sein mit Wade und Achillessehne. Da kommt sehr schnell eine Ermüdung zustande. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man mit Laufen sein Geld verdient und wirklich die letzten Sekunden noch ausreizen muss, dass man auf so eine Technologie geht. Was einem aber nicht erzählt wird, ist, und das ist ja egal, ob das bei Basketballspielern oder bei Fußballspielern oder bei Läufern ist, im Profisport bezahlt man dafür einen Preis. Und das ist mit den Carbonplatten das Gleiche. Der Profisportler bezahlt für diese Leistung, die rausgekitzelt wird, mit seinem Körper einen gewissen Preis, den er auch hierfür im Profisport bereit ist zu zahlen. Die Kritik, die ich übe, bezieht sich maßgeblich auf den Hobbysportbereich, wo ich sage, uns wird hier etwas suggeriert, was tatsächlich technologisch und wissenschaftlich nachvollziehbar ist, aber was verschwiegen wird, ist der Preis, der dafür bezahlt werden muss. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem sich jeder Läufer individuell auseinandersetzen muss. Wie viel ist es mir wert, diesen Weg zu gehen? Weil es gibt halt in dem Fall nicht nur positive Aspekte, sondern es gibt auch negative. Ja. Okay. Sebastian, also erstmal vielen Dank für die Sicht der Dinge. Ja, es ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen muss, schon allein deswegen, weil ich glaube, das höchste Gut, das wir haben, ist der Körper und dass wir unverletzt sind. Die letzten paar Sekunden, die bringen ja nichts, wenn man gar nicht mehr laufen kann irgendwann und verletzt ist. Ja. Insofern, genau, bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das nette Gespräch und ich hoffe sehr, dass wir demnächst mal wieder ein schönes Thema haben, mit dir über Laufschuhe zu reden, und die Technologie macht immer sehr viel Spaß. Super. Danke, ich freue mich, dass du dich gemeldet hast und jederzeit gerne wieder. Super, vielen Dank. Alles klar. Schönen Tag noch. Mach's gut, Sebastian. Ciao. Ja, auch dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.